So. Jetzt drücken wir nochmal drauf, damit es auf der anderen Seite da rausspritzt, so wie ich das wollte. Und jetzt machen wir das mal, das Portal lieber noch an einem sichereren Ort. So, und jetzt können wir hier lang rennen und locker rüberspringen. Absolut gar kein Problem. So, den können wir uns einfach schnappen, ist ja gar kein Problem. Machen wir einfach so und so und dann schnappen wir uns den. So, da brauche ich ja jetzt gar nicht mit Beschleunigungsgel rumzuhantieren. Da drüben haben wir sogar eine Plattform, kommen wir zurück. Wunderbar, alles ganz simpel. Jetzt müssen wir nur noch da zurückkommen. Von mir aus dahin. Und da ist sowieso schon das Portal. Okay, gut. Wunderbar. Also so kompliziert war das nicht. Es war aber eine coole Einführung in das Beschleunigungsgel. Oh, das ist eine sehr schöne Sache. Ich hatte gar nicht geguckt, was der Knopf macht. Aber jetzt fliegen wir viel höher. Okay, Lektion gelernt. Wir sollten nicht springen, sondern einfach das Beschleunigungsgel machen lassen. Einfach nur laufen. Ich glaube, das reicht. Jawohl, das reicht. Man braucht nicht zu springen. Wer springt, verliert. So, das ist ziemlich cool. Bin ich der Meinung? Da spritzen wir das Beschleunigungsgel. Nee, das machen wir nicht. Haha, wir spritzen nicht das Beschleunigungsgel, sondern wir rennen praktisch die Wand hoch. Wir haben ja gelernt, dass die Portale die Geschwindigkeit nicht beeinflussen. Deshalb gehen wir mal hier hoch. Und jetzt rennen wir da durch und durch unsere Geschwindigkeit werden wir schnell genug sein, um an den Knopf ranzukommen. Knopf drück. Oh. Na schön, gehen wir gleich wieder zurück. Ah. Ich habe gesagt, wir gehen gleich wieder zurück. So. Okay, und jetzt ist da die Tür offen. Das ist ultra cool. Wenn man schnell genug durch ein Portal läuft und das nächste Portal ist am Boden, dann fliegt man in die Luft. Das ist wirklich cool. Okay, emotionale Ausbrüche bedürfen mehr als 1,6 Volt. Das wissen wir jetzt. Entspannen wir uns also. Wir finden schon noch raus, was zum Teufel hier los ist. Aber in Ruhe. Das ist doch super. Wenn sich die kleine Kartoffel zu sehr aufregt, dann geht sie aus. Großartig. Wir haben einen ruhigen Begleiter gefunden. Harmonie. Okay. Wie da hab... Oh, wir haben blaues Gel und wir haben orangenes Gel. Das müssen wir jetzt geschickt zusammenfügen. Wir brauchen erst einmal das Beschleunigungsgel hier hinten und dann dort vorne ein bisschen blaues Gel, damit wir den Absprung schaffen. Also machen wir... Nein, wir machen erst einmal so. Und dann müssen wir hier den ganzen Boden bespritzen. Das können wir wahrscheinlich von da aus machen. Und dann machen wir das Gel an. Wenn wir Glück haben, dann landet das genau hier... Oh genau, es hat sehr viel Schwung hinter, weil es sehr tief fällt. Das ist perfekt. Und jetzt können wir da oben noch eins machen und da unten, damit das Ende schön blau wird. So, perfekt. Da haben wir dann eine wunderbare Absprungzone. Jetzt können wir hier rennen und da müssen wir dann tatsächlich springen. Ohne Sprung kommen wir jetzt hier nicht weiter. Aber es ist ja das blaue Beschleunigungsgel und ich glaube, das hat uns automatisch springen lassen. Kommt mir so vor. Aber macht doch nichts. So, was machen wir denn hier? Da können wir auf jeden Fall erstmal hoch. Erstmal gucken, was da oben ist. Wie sieht's denn hier aus? Man kann sich vielleicht rausschleudern lassen. Nee, da ist aber keine Möglichkeit, Portale zu setzen. Die an den Wänden, die verwirren mich sehr. Ich weiß nicht, was die Portale an den Wänden sollen. Okay, unten lauert der Tod. Hm. Das finde ich jetzt ein bisschen verwunderlich. Was machen wir hier am besten? Wir könnten natürlich... Ah, natürlich, wir sind gegen diese Plattform sind wir geflogen. Da sind wir gegengesprungen, sozusagen. Okay, ich muss also irgendwie wieder auf die andere Seite kommen. Aber dieses Portal da oben muss bleiben. Okay, also setzen wir jetzt erstmal das Blaue da von mir aus. Ich meine das Orangene da, dass das Blaue stehen bleibt. So, jetzt lassen wir das Orangene da und da werden wir genau gegenspringen. Und ich werde diesmal nicht auf Springen drücken. Ich glaube, er springt automatisch. Wollen wir mal sehen? Gut gemacht, Astronaut, Kriegsheld und oder Olympiasieger. Mit deiner Hilfe verändern... Ist das hier an? Hey, mal aufgepasst da unten. Das Ding nennt man Aufzug, das ist keine Toilette. Ich weiß, ich kenne ihn. Okay. Ich... Hab wieder gedrückt. Ich habe wieder springen gedrückt.
Aber später, ich habe gemerkt, dass er auch ohne Springen zu drücken springt. Aber man muss nicht Springen drücken, das geht auch so. Also bitte einfach nur lenken, es funktioniert. Und diesmal mache ich den Leap of Faith und werde es beweisen. Ich werde nicht drücken. Wer noch weitere 60 Dollar verdienen will, sagt bitte Bescheid. Dann stopfen wir euch 120 Dollar in die Plastiktüte. Dafür müsst ihr uns nur erlauben, ein paar technische Gimmicks in euch einzupflanzen. Wir setzen euch am Ende auch wieder zusammen, wie neu. Ja, dann gibt's ja überhaupt gar kein Risiko. Frage ist, warum bezahlt ihr uns 60 Dollar, wenn es scheinbar so risikofrei ist? Das hier ist ein cooler Test und der kann ziemlich lange dauern, wenn man nicht weiß, was man tut. Und ich muss erstmal überlegen, was man tun muss. So, da geht's nämlich los. Also, wir müssen definitiv hier Geschwindigkeit aufbauen, um etwas ziemlich Cooles zu machen. Das zeigen wir euch jetzt mal. So, wir brauchen da erstmal das orangene Gel, damit wir schnell werden. Und dann kann ich da eigentlich selber hinterher springen. Machen wir einmal so. Und das ist ja schon sehr nett mit den Pfeilen, dass das einem hilft. Wir machen einfach das orangene Portal da oben. Und wir werden hier so eine Geschwindigkeit durch das Rennen aufbauen, dass wir da oben aus dem Portal rausgeschleudert werden. Und landen da, was uns überhaupt nicht hilft. Denn wir haben was vergessen. Da muss nämlich oben noch blaues Gespritze hin. Also blaues Zeug. Genau auf dieser Plattform, die wir jetzt hier von unten sehen. So, da muss blaues Gel hin, damit wir von der abprallen. Glaube ich. Ich weiß nicht, ob das jetzt gerade Sinn macht, aber ich bin der Meinung, wir müssen von dort abprallen. Wollen wir mal sehen, ob das funktioniert. Jetzt rennen wir mal nochmal und werden dann oben von der Plattform abprallen. Jawohl! Das funktioniert, wunderbar. Perfekter Winkel. Oh. Bricht denn das hier auseinander? Bricht es auseinander, wenn... Nee. Ich kann ruhig nochmal springen, bricht trotzdem nicht auseinander. So. Jetzt werden wir mal wieder zum Anfang zurückgehen und gucken erstmal, wo wir überhaupt dieses Ding brauchen. Das weiß ich nämlich aktuell nicht. Wo brauchen wir dich? Kleiner Würfel. Irgendwo brauchen wir dich. Was ist denn da oben? Da waren wir meiner Meinung nach noch gar nicht. Da können wir uns mal umgucken, was hier los ist. So, also hier müssen wir scheinbar losfliegen. Genau, um auf die andere Seite zu gehen. Es ist aber doch gar nicht nötig. Noch ist es nicht nötig. Ich sag sowas immer, aber es ist noch nicht nötig. So, und da können wir doch bestimmt durchschießen. Ja, wunderbar. Okay, also jetzt einmal hier platziert. Jetzt haben wir hier eine neue Plattform geschaffen, um rüber zu springen. Nämlich zum Ausgang. Zum endgültigen Ausgang. Okay. Wir werden hier wahrscheinlich irgendeine Form von Gel brauchen. Ich weiß noch nicht welches. Ich weiß nicht, wo wir als nächstes hin müssen. Wenn wir da rüber springen... Okay, feine Sache. Aber wie bekommen wir da überhaupt Gel hin? Wir müssten... Von hier kommt man nicht hin, aber das ist, glaube ich, auch keine Plattform, wo man Gel platzieren kann. Also, ich glaube erst einmal, wir brauchen dort drüben blaues Gel. So. Damit wir selber so weit springen können. Und dann... Machen wir das so. Ja. Dann sieht man hier, man kann durch das Portal durchlaufen, hätte dann eine schöne Absprungfläche auf diesem Dingens. Auf dieser Rampe. Ich weiß nur nicht, wie ich da jetzt hinkomme und beide Portale intakt lasse. Weil wenn ich das wegnehme, dann... Ach doch, komme ich ran. Okay. Ist okay, ich dachte, man kommt nicht ran. Gut. Dann probieren wir das jetzt mal nochmal und gucken, was passiert. Okay, gut. Wenn ich es schaffe, hier das Gel hinzubekommen, dann kann ich zum Exit springen. Wir müssen also hier weiteres Sprunggel platzieren. Und das können wir von... Oder? Ja doch, das können wir von da. Ich muss es nur treffen. Warum treffe ich das denn nicht? Na komm schon. Komm schon, verdammt. Mist. Ach nee, das ist eine gerade Plattform. Das sah aus, als wäre es eine schräge, so wie da drüben. Na schön, also wie komme ich... Wie bekomme ich da das Gel hin? Jetzt muss ich mal kurz nachdenken. Nein! Okay, ich kann das... kann passieren, wenn man ein bisschen zu ungestüm ist.
Da war's, jetzt habe ich wieder den... Jetzt bin ich wieder hier, warum habt ihr das denn nicht gespeichert? Na, schön. Ist jetzt egal. Nicht dramatisch. Wir werden das nochmal machen. Und... Ich meine, jetzt habe ich das schon wieder... Jetzt bin ich wieder in die falsche Ecke gelaufen, das ist doch unglaublich. So, da wollen wir hin. Und den Würfel da platzieren. So. Jetzt will ich von mir aus da drüben wieder hin. Nur um wieder zurück zum Anfang zu kommen. So, und jetzt laufen wir mal hier ganz langsam raus, damit nichts passiert. Okay. Also. Wenn ich da das Gel platziere, ist okay, funktioniert. Ah, natürlich! Wie blöd von mir. Wir werden die Plattform einfach mit Gel bespritzen, bevor sie sich dreht. Das ist der einzige Grund, warum man es überhaupt wieder rückgängig machen kann. Also, wir machen da ein Portal hin. Ne, machen wir erstmal nicht. Wir machen jetzt hier da das Portal. Und dann spritzen wir da von unten blaues Gel ran. So, und dann kann das erstmal voll mit blauem Gel bespritzt werden. Und dann gehen wir darüber und drehen es mit dem Würfel um. So, das Gel wird ja nicht abgewaschen, nur weil es sich bewegt. Okay, jetzt haben wir das. Jetzt brauchen wir, glaube ich, da drüben nochmal blaues Gel. So, für den Absprung. Und jetzt muss ich nur noch da durch. Und wir müssen da rausgesprungen kommen. Gut, damit müssten wir es eigentlich schaffen. Wir sind gespannt. Bei Interesse haben wir immer noch Plätze frei für das gerade erwähnte Bonusprogramm. Wie gesagt, ihr müsst uns nur erlauben, euch auseinanderzunehmen. Wir pfuschen hier nicht um. Wir wissen, wie man einen Menschen wieder zusammensetzt. Eine komplette Rundumerneuerung. Aus alt macht neu. Außerdem entfernen wir alle Tumore. Im Grunde müsstet ihr uns bezahlen. Tja, eigentlich eine schöne Sache. Frage ist nur, was lernt man daraus? Autopsiestunde oder wie? Ich meine, Anatomiestunde. Vielen Dank. Ich kann nicht glauben, dass ich mich bei denen bedanke. Für eure tapfere Bereitschaft, unser Rückstoßgel zu testen. Ihr habt der Gesellschaft einen überaus großen Dienst erwiesen. Und die Menschheit wird euch dafür dankbar sein. Bitte nehmt eure persönlichen Gegenstände wieder mit. Alte Zeitungen und Einkaufswagen sollen hier nicht die Gänge verstopfen. Für viele von euch sind 60 Dollar sicher ein ungeahntes Vermögen. Aber gebt nicht gleich alles aus für... Carolyn, was kaufen sich diese Leute so? Schuhe ohne Sohlen? Bartläuse? Bartläuse? Man kauft sich Bartläuse oder Schuhe ohne Sohlen. Ja, großartig. Für 60 Dollar kriege ich aber mehr. Okay. Thank you for not loitering longer than 20 minutes. Ja, kein Problem. Gerne doch. Okay, elevator to surface. Das ist doch nett. Notice. Please excuse the inconvenience. This elevator is out of service until... Okay. Bis immer. Gut, dann müssen wir halt wieder allein einen Weg rausfinden. Das ist ja nun nichts Neues. Das wäre ja jetzt auch der Oberhammer gewesen, wenn man jetzt hier einfach in den Fahrstuhl steigen könnte und aus Aperture Science rausfährt. Das wäre schon ziemlich krass. Ich glaube nämlich nicht, dass der kleine Idiot weiß, wo wir sind. Pump Station Gamma. Okay. Keine Ahnung, ist Gamma was Gutes? Normalerweise nicht, ne? Wo wollen wir denn hin? Eigentlich will ich darüber, wo das Licht ist. Da oben können wir hin. Okay. Gehen wir mal dahin. Okay. Aber ganz in Ruhe. Ganz in Ruhe nachdenken. Überanstrenge dich nicht.